Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Bundesleistungszentrum für Golfbiomechanik, Golfgesundheit und Golfleistungsverbesserung. Unser Topseller-Kurs ist der 2,25-Tageskurs zur Leistungsverbesserung. Wie läuft ein solcher Kurs ab? Was tun wir dort und wie sind die entsprechenden Trainingsmaßnahmen, mit denen wir Ihnen heute versprechen können, dass Sie sich auf jeden Fall verbessern? Sie besuchen uns, Sie buchen natürlich erst einen Kurs, dann besuchen Sie uns, der Kurs fängt meistens freitags mittags um 13 Uhr an. Sie schlagen sich bei uns ein bisschen ein. Dann werden Sie vermessen mit solchen Highspeed-Kameras von der Seite, um Ihren Schwungplan zu ermitteln, von vorne, um Ihnen aufzuzeigen, wie Sie schwanken oder wie Ihr Körperschwerpunkt hypermobil ist. Und dann von der von mir so beliebten Helikopterperspektive von oben. Und dort zeigen wir Ihnen auf, dass Sie eine passive Seite, eine passive Bein- und Hüftarbeit entsprechend hatten. Dann vermessen wir Sie mit solchen Doppelradar-Geräten. Und hier messen wir vor allem auch die Energieübertragung, die Sie auf den Ball umsetzen. Wir machen natürlich einen Ist-Zustand, eine Ist-Zustandsaufnahme. Und dort messen wir Spinrate, Ballgeschwindigkeit, Schlägerkopfgeschwindigkeit, Sideline, was für unser Thema extrem wichtig ist. Sideline drückt die Zielpräzision aus und da werden die meisten Scores zerstört, nicht nur bei uns als Hobbygolfern, sondern auch bei den Tourspielern. Und ich kann Sie beruhigen, die Tourspieler haben heute zum Teil so schlechte Werte, dass man schon von Zufallsschlägen ausgehen kann, denn wenn jeder zweite Ball außerhalb vom Fairway landet, dann ist das ein bisschen zufällig und nicht kalkulierbar. Ja, wenn wir diese Aufnahmen gemacht haben, dann gibt es noch einen kleinen Check für Ihr Verständnis, wir nennen ihn den Balance-Check. Den haben wir vor Jahren entsprechend entwickelt, den gibt es in einer ganz einfachen Version und da kann man Ihre Hüftposition im Rückschwung, Ihre Hüft- und Schulterposition im Rückschwung, im Ballimpact und im Finish messen. Ich bezeichne diese Vermessungen X-Faktor 1, 2, 3, auch von mir entsprechend entwickelt. Und natürlich ist der wichtigste X-Faktor der X-Faktor von Hüfte und Schulter im Ballimpact. Und mit diesem Check zeigen wir dann auf, wo Sie Defizite haben. Weil eines ist uns ganz wichtig, Sie müssen die Abläufe oder wir wünschen uns und wir bemühen uns, dass Sie die Abläufe und Bewegungsaufgaben kognitiv verstehen. Das heißt, dass Sie sie in den Kopf bekommen. Nur dann kann der Körper diese Motorik umsetzen. Und nur dann verstehen Sie, was es heißt, aktive Beinarbeit im Verhältnis zu passiver Beinarbeit umzusetzen. Was ist besonders beliebt an diesem Kurs? Natürlich, dass wir Ihnen die Verbesserung garantieren. Und deshalb trainieren wir Sie nicht mit irgendwelchen Spielereien und Golf-Pilates und ein bisschen, sag jetzt mal, Gymnastik und Stretching und ein bisschen Muskelarbeit. Kann zum Teil auch eine Rolle deiner Harte spielen, aber die haupttragende Rolle ist, wir bringen sie in eine Schwungbalance, das heißt im Setup, Rückschwung bis zum Ballimpact, ermitteln wir oder schulen wir ihnen eine messbare Balance und das geht natürlich hervorragend mit diesen von uns entwickelten Golf-Balance-Trainern. Dann wird natürlich Ihr Schwungplan überprüft. Schwingen Sie zu steil, schwingen Sie zu flach? Was sind die Hauptkriterien? Wo sind die Defizite? Oftmals ist es die Beinarbeit, die nicht optimal ist. Aber auch ganz kleine Positionen und Feinstheiten, ich sage dazu auch immer Feinstrimming, haben Sie zum Beispiel beim Setup, stehen Sie auf der Außenkante Ihrer Füße, dann ist natürlich auch eine Beinarbeit extrem schwierig. Und solche Feinheiten, die aber einen unheimlich großen Effekt für Ihre Performance haben, überprüfen wir, verbessern wir und das macht uns einen Riesenspaß. Und wir sind uns unserer Sache so sicher, dass wir Sie am Ende des Kurses nochmals vermessen. Das heißt, Sie bekommen nochmals eine Messung von vorne,
von der Seite und von oben mit diesen Highspeed-Kameras. Und da werden 60 Bilder in der Sekunde ermittelt. Das wird für Sie auf eine CD gepresst, bekommen Sie dann von uns mit. Zur eigenen Überprüfung können Sie sich dann ein Poster draus machen. Und dort sehen Sie auch schon den gewaltigen Lernfortschritt. Ein weiterer Punkt ist dann am letzten Tag nochmals die Vermessung mit solchen Doppelradargeräten. Da gibt es dann einen Computerausdruck dafür und dort werden nochmals die Werte gegenübergestellt zum ersten Tag. Ich wiederhole mich, Energieübertragung auf den Ball, Ballgeschwindigkeit, Schlägerkopfgeschwindigkeit, Spin, Sideline. Das sind natürlich Flugplan, Flugdauer. Und das sind natürlich die Hauptthemen, wie man wirklich vermessen kann. Sollten Sie sich nicht verbessern, dann kostet der Kurs nichts und Sie bekommen Ihr Geld zurück. Aber vertrauen Sie mir, Sie werden sich auf jeden Fall verbessern. Wir freuen uns, Lernen muss Spaß machen, deswegen freuen wir uns an Ihrem Erfolg. Und glauben Sie mir, es ist nicht langweilig, sondern Sie werden Freude daran haben, dass Sie neue Möglichkeiten aus sich persönlich, ich sage mal, herauskitzeln. Beim Amateur- und Hobbygolfer, ich habe das ja schon gesagt, für mich der eigentliche Hochleistungssportler, weil er umgekehrt reziprok Zeitaufwand ins Training stecken kann wie die Tourspieler, bieten wir diesen Kurs fast zweimal im Monat, glaube ich, an. Wir gehen da auch auf Station nach Köln, nach Berlin, nach Hamburg und auch München, aber auch hier in unserem Bundesleistungszentrum in Pforzheim-Birkenfeld. Und ich sage Ihnen, nichts ist für uns motivierender wie Ihr Erfolg und deswegen geben wir uns unheimlich Mühe, dass Sie auch diesen Erfolg umsetzen können. Uns macht es riesig Spaß, wenn Sie Freude am Spiel haben. Ein kleiner Nebeneffekt ist natürlich auch noch, dass die ganzen Abläufe physiologisch sind, aber das steht in diesem Kurs nicht im Fokus. In diesem Kurs steht im Fokus Ihre Leistungsverbesserung und die können wir Ihnen garantieren, indem wir einfache Elemente aus dem seitherischen Ablauf austauschen. Sie kämpfen nicht mehr gegen Ihren eigenen Körper, sondern Sie nutzen diese Energie, die seither verpufft ist, nutzen Sie für zusätzlichen Energiegewinn. Und eines sei mir da noch erlaubt zu sagen, Sie werden sich hundertprozentig verbessern. Das garantiere ich Ihnen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.